Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde von Bloons Tower Defense 6. Ich würde sagen, ich rede nicht lange um den heißen Brei herum und wir spielen die Map Hake auf der Schwierigkeitsstufe Mittel. Ja, da sind wir wieder, Leute. Alter, zwei Wege sind das. Meint ihr, der Wurfallaffe kriegt das hin? Nein, er kriegt es nicht hin. Setzen wir einfach mal noch einen zweiten hin. Die werden das schon zusammen schaffen. Glaubt mir, Leute. Die packen das. Oh Gott. Nein. Aua. Das ist aber jetzt schon passiert. Das ist einfach nur noch traurig. Ich merke echt, diese Strecke ist ziemlich schwer. Messerscharfe Schüsse aktiviert. Wie soll ich denn jemals irgendeinen anderen Turm setzen können? Nein! Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Ich komme alle durch. Ich hatte am Anfang 150 Leben. Toll, was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Das ist das Problem. Das ist echt eine verdammt schwierige Map. Aber irgendwie kommen nur die hier durch. Da müsste ich da mal eine Nagelfabrik setzen. Oder einen Reißnagelwerfer. Oh, ich kann upgraden. Klingeninferno. Naja, da gehe ich ja sowieso nicht drauf. Schneller schießen aktiviert. Mehr Reißnägel auch aktiviert. Noch mehr Reißnägel aktiviert. Alter, das ist aber echt praktisch. Ja, da kommen nur noch die Schwachen durch. Also, die Starken, die geschwächt sind. Dann spare ich mal auf einen weiteren Reißnagelwerfer für hier. Reißnagelwerfer 2 aktiviert. Verbesserte Sicht aktiviert. Noch schnellere Schießen auch aktiviert. 400. Alter, dieser Reißnagelwerfer hat jetzt den Wurfballaffen fast überholt. Cool, das war echt eine gute Idee. Leider ein bisschen zu spät. Hafen-U-Boot aktiviert. Zwillingskanone auch aktiviert. Stacheldrahtpfeile aktiviert. Heißspitzenpfeile auch aktiviert. Sage ich überhaupt noch was anderes? Oh Gott. Da war ein Tarnbun. Ich würde sagen, wir sparen erstmal auf den Helden. Denn den habe ich mir gekauft für 3000 Affengeld. Der Benjamin, der ist echt OP. Der bringt einem extra Geld. Benjamin aktiviert. Das Wichtigste ist, dass wir den bis Runde 40 auf Stufe 7 kriegen. Denn dann kann der machen, dass die Moabs keine Ableger kriegen. Also, dass, wenn die platzen, dass da keine Runes rauskommen. Und das ist meiner Meinung nach richtig OP. Apropos Moabs, ich würde sagen, wir sparen mal auf einen Helikopter. Dude. 4-fach Wurfpfeile aktiviert. Verfolgung auch aktiviert. Größere Jets aktiviert. Affenmagier. Hilfe. Hilfe. Nein. Ich habe kein Geld. Ich kann den Affenmagier upgraden. Affensinn. Oh mein Gott. Es ist Harry Potter. Sorry, das war mein Handy. Feuerwall. Stufenaufstieg. Ein Affe-Wissenspunkt. Bombenturm. Raketenwerfer. Moab-Eliminator. Alter, das sieht sick aus. Da ist der Moab. Komm, sende den Trojaner. Du hast ihn noch gar nicht. Game over, man. Yeah. Das war knapp. Okay, jetzt hat er das Upgrade. Leider eine Runde zu spät. Wundert euch also nicht wegen diesem Geräusch. Das ist nicht euer kaputter PC oder euer kaputtes Handy, worauf auch immer ihr Videos schaut. Das ist der Trojaner. Ich verstehe gar nicht, wieso 80% aller Leute
YouTube auf dem Handy gucken. Ich kann da ja mal gar nichts drauf erkennen. Okay, ich habe auch ein kleines Handy, aber ich finde das ein bisschen umständlich. Also klar, vielleicht irgendwie, wenn man, keine Ahnung, wenn man irgendwie YouTube mal auf dem Bett gucken will. Wenn man gerade irgendwie so gemütlich sich da hingesetzt hat oder wenn man krank ist. Dann kann ich es natürlich schon verstehen, in gewisser Weise, aber trotzdem. IFR. Bitte, wir haben auch wieder 140 Leben. Yeah! Super Affe! Ich beschwöre dich! Laserstrahlen aktiviert! Und momentane Reichweite auch aktiviert! Alter! Sicker Dude! Armbrust aktiviert! Verbesserte Sicht und auch Armbrust aktiviert! Verbesserte Sicht und auch Armbrust aktiviert! Moab! Nicht aktiviert! Da habt ihr den Trojaner gerade in Action gesehen. Hot Shots! Hot Shots! Ja, der Trojaner hat gerade nicht den angegriffen, aber egal. Ah, das könnte knapp werden. Nee. Plasmastrahlen aktiviert. Ich beschwöre dich, Gummi zu Gold. Oh Gott, ich kümmere mich gar nicht um die Magier. Ich muss mal Atem des Drachens aktivieren. Obwohl, Schimmer ist auch stark. Schwarze Magie zeigt dauerhaft sämtliche Tarnblutes in der Nähe. Egal, Atem des Drachens besser. Okay, ich packe mal eine Nagelfabrik hier hin. Rasierrotor aktiviert. Und zum ersten Mal in meinem Leben, Mörserturm. Okay, höhere Zielgenauigkeit. Okay, dann würde ich sagen, ich ignoriere mal die Mitte. Alter, ich habe das gar nicht gelevelt. Was ist der Mörserturm so teuer? Guck mal, bisher einen Affen getötet. Oh Gott. Ja, sende den Trojaner. Sende doch den Trojaner. Er sendet kein Trojaner. Ach, das war's schon. Alter Vater. Zu guter Letzt aktiviere ich. Die Kosten für die Heldenbasis sind um 10% reduziert. Aktiviert. Oh. Jo, darauf hätte ich achten können. Was ist das eigentlich? Plus einschreiben bei Keramik und Wertmix. Das kostet 1000. Heilige Scheiße. Oh Leute, Schnupfen-LP am Start hier. Ich beende das Video mal kurz hier an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du bis jetzt geschaut hast. Lass doch einfach mal eine Bewertung da und schreib in die Kommentare, was ich denn so an meinen Videos verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich bei einer weiteren Runde Blutstower Defense 6 oder irgendeinem anderen Video wieder. Keine Ahnung. Ja, tschüss.